eigentlich müssten wir jetzt ein Handy in die Kamera halten, wo das Datum draufsteht. Sonst so, denken alle, wir haben Februar, nicht Mai. Ach so, das stimmt. Ja, genau. Tun. Wo kommen Sie gerade her? Ich komme gerade vom Bundesministerium des Inneren, wo ich eine Reihe von Terminen hatte. Besprechung, Leitungsstab und davor Bundesvorstand der CDU. War heute ein guter Tag. Wir haben ja durch die Landtagswahl Schleswig-Holstein-Revue passieren lassen. Also die Stimmung passt nicht zum Wetter. Die Stimmung war deutlich besser als das Wetter, das hier in Berlin herrscht heute. Allerdings. Ist es häufig der Fall, dass Sie nicht Sitzungswochen nach Berlin kommen müssen aufgrund Ihrer Tätigkeit als Staatssekretär im Innenministerium? Ja, schon regelmäßig. Also schon ein, zwei Tage auch nicht Sitzungswochen. Allerdings habe ich mir anfangs gedacht, ein Staatssekretärsamt, das wäre noch mehr. Aber man kann auch vieles auch von zu Hause erledigen. Und hat natürlich auch in der Rolle vieles auch außerhalb von Berlin zu tun. Also insofern ja, schon ein bisschen mehr geworden. Sitzungswochen sind es noch voller und nicht Sitzungswochen so ein bis zwei Tage Minimum. Was genau ist an Aufgaben dazugekommen, zusätzlich zu der Tätigkeit als Abgeordneter? Na gut, die ganze Abgeordnetentätigkeit hat sich verlagert auf das Staatssekretärsamt, weil ich jetzt natürlich fürs Ministerium im Innenausschuss sitze, reden halt im Plenum, dann dafür aber keinen originären Ausschusssitz mehr hat. Also sozusagen, ich bin mediatisiert. Jetzt zwar noch als Abgeordneter, glaube ich, ist doch wichtig, dass man Abgeordneter ist, weil man mit den Kollegen auch dann anders auch fürs Ministerium sprechen kann. Aber es eben alles, was ich tue, oder fast alles, mit wenigen Ausnahmen, ist eben im Auftrag des Ministeriums im Interesse eben, dass wir unsere Gesetzgebung durchbringen, unsere Arbeit erklären, auch gerade stehen für vielleicht Fehler, die passiert sind, Fragen beantworten im Ausschuss, im Plenum. Also hat sich einfach verlagert und eben in den Nichtsitzungswochen nochmal vorbereitende Tätigkeiten, Rücksprachen. Mhm. Rücksprachen ist ein ganz großes Wort, weil alle Gespräche heißen dann Rücksprachen, die man ausgeführt, wenn man die einfach mal schlau macht, weil es gibt ja einen riesen Man- und Women-Power, viele Fachleute. Und die muss man eben auch nutzen, wenn man dann fürs Ministerium redet. Und das heißt, vorher mit denen mal reden. Staatssekretär sind Sie seit dieser Legislaturperiode, aber Sie sind seit 15 Jahren im Bundestag. Was treibt Sie immer wieder an, die politische Arbeit zu machen? Also es war nie das eine große Thema. Und am Anfang, als ich anfing, sagte, warum wir eine Runde von jüngeren Kandidaten gefragt. Und dachte einer, ich will Gesetze machen. Da habe ich gesagt, ja, ich will auch Gesetze verhindern. Also manche verhindern ist manchmal noch wertvoller als immer tolle Sachen zu machen. Wir haben ja nicht zu wenig Gesetze, sondern vielleicht nur manchmal die falschen oder zu bürokratische und ähnliches. Also ich glaube, das würde ich vielleicht beim Unionsabgeordneten als Stichwort nicht erwarten. Das Thema Gerechtigkeit in jeder Hinsicht ist für mich ein wichtiges Thema. Ich definiere es vielleicht ein bisschen anders, als das im linken Spektrum definiert würde. Und natürlich in den letzten Jahren immer mehr auch geworden das Thema Sicherheit. Das war für mich immer ein Thema. Die Basis jeder Staatlichkeit, dass wir wirklich uns nicht leisten können, dass wir einer Gesellschaft oder einer Welt mit terroristischer Bedrohung, organisierter Kriminalität da sozusagen nicht optimal aufgestellt sind. Und damit heißt das aber auch Fachleuten, beispielsweise beim Bundeskriminalamt, Verfassungsschutz, den Rücken freizuhalten, politisch deren Arbeit auch politisch zu erklären. Und es gibt natürlich eine Reihe von Wahlkreisinteressen, die ich gerne auch in Berlin vertrete, aus der Region. Wir sind natürlich als Niederrheiner jetzt ein wenig von der Nähe zu Bonn in den letzten Jahren doch in die Peripherie des Landes gerückt, umso wichtiger, dass man hier stark vertreten und die Region hier stark vertreten ist. Mögen Sie Berlin? Ja, also ich freue mich auch immer wieder, wenn ich zurückfahre in meine Heimat, Stadt Mönchengladbach, da wiederum ganz am ländlichen Rand der Stadt, also wirklich der Gegensatz. Hier habe ich eine Wohnung in Mitte und dort am Rand von Mönchengladbach. Beides gefällt mir ganz gut, also das Pendeln gefällt mir eigentlich bei allem Stress manchmal im Grunde ganz gut. Also nur in Berlin zu wohnen, könnte ich mir durchaus auch vorstellen, aber es wäre nicht meine erste Wahl. Was wissen Sie heute über Politik, was Sie damals 2002 so noch nicht wussten? Das ist eine gute Frage. Ich meine, ehrlich gesagt, ich war am Anfang schon erstmal angetan davon, dass man direkt ernst genommen wurde. Bei mir war es jedenfalls so. Und ich kannte natürlich auch ein paar Leute aus der Jungen Union, wo ich lange aktiv war, die dann schon länger im Bundestag waren. Insofern habe ich nie das Gefühl gehabt, A, man kriegt eine Schonzeit oder B, man kann auch gar nicht mitreden. Aber man hat natürlich Erfahrungen auch gesammelt. Aber ich könnte nicht sagen, diese eine Sache habe ich jetzt gelernt. Man wird allmählich etwas erfahrener, muss aufpassen, dass man nicht trotzdem noch seine Neugier und seine innere Distanz zu manchen Dingen auch behält. Ja. Also ich bin hier Stück für Stück ein bisschen gereift auch. Man macht vielleicht manche Fehler nicht mehr, ist vielleicht weniger naiv, aber ich ertappe mich dabei, das finde ich sogar ganz gut, dass ich manchmal denke, was, ich bin schon 15 Jahre hier, eigentlich fühle ich mich da immer noch manchmal so als Newcomer. Und ich finde, das will ich mir auch erhalten. Besser so, als doppelt so schnell gealtert zu sein. Genau. Sie sind, das habe ich auf Ihrer Website gesehen, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Gesetzgebung. Ist doch klasse, ne? Ja. Ein Freund von mir hat auch im Bundestag mal gesagt, in Deutschland gibt es eigentlich zwei Einrichtungen, die sich mit Gesetzgebung beschäftigen. Bei der einen ist der Lammert-Vorsitzende, bei der anderen der Krings. Also es soll eine Gesellschaft, die versucht,
ein bisschen Praktiker und Wissenschaftler zusammenzubringen bei der Frage Geldgebungsqualität. Ehrlich gesagt müsste man noch viel mehr machen. Wir haben als ganz kleine Etat nur einen überschaubaren Mitgliederkreis. Man könnte wahrscheinlich noch viel mehr aus der Gesellschaft machen. Jetzt sind wir hier unter dem Dach des Paul-Löbe-Hauses. Paul-Löbe-Haus ist ein super Gebäude. Und deshalb wollen wir aber trotzdem versuchen, mit den überschaubaren Mitteln, die wir haben, sozusagen Wissenschaftler und Praktiker der Gesetzgebung zusammenzubringen. Auch zu aktuellen Themen. Letztlich mal eine spannende Diskussion zum Urheberrecht gehabt. Mhm. Und wie gesagt, Fokus nicht nur auf politische Präferenzen. Also natürlich ist immer, bestimmte sind für ein Gesetz, andere dagegen. Mhm. Aber auch, wie ist die Qualität unserer Gesetzgebung? Sozusagen ist es überreguliert? Haben wir eine klare Zielsetzung in der Gesetzgebung oder gehen die Ziele quer durcheinander? Also das ist so das Kann man das wirklich festmachen, welches Gesetz ein gutes Gesetz ist, handwerklich, und welches nicht? Gibt es da objektive Kriterien für? Ja gut, wir vergeben jedenfalls alle 2 bis 3 Jahre einen Preis für gute Gesetzgebung zusammen mit der Stiftung Apfelbaum. Also offenbar schaffen wir es immer irgendwie. Wir haben auch eine Jury dazu, dann auch Praktiker dabei, aber auch Wissenschaftler, auch Politiker. Und insofern versuchen wir es schon irgendwie zu entscheiden, aber es ist natürlich nicht wie in der Naturwissenschaft, wo ich nachher das ausrechne und am Ende steht dann sozusagen nach mathematischem Ergebnis ein Gewinner. Aber man gibt schon bestimmte Kriterien oder wir prämieren zum Teil da auch innovative Ansätze, beispielsweise Gesetzesfolgenabschätzung und ähnliche Geschichten dann. Genau. Ich glaube, wir bleiben mal hier stehen, gut, sparen uns 50 Meter, sonst wird es wieder nass. Blick nach vorne, Richtung Bundestagswahl. Welche politischen Themen liegen Ihnen da besonders am Herzen? Also immer, also eine große Bandbreite von Themen, aber natürlich in einem Schwerpunkt immer noch die Themen der Rechts- und Innenpolitik. Ich habe auch die Rechtspolitik nie so ganz verlassen, als Vorsitzender des Juristenarbeitskreises der CDU. Ich glaube, das sage ich nicht nur, weil es die GEMA ist, die fragt, aber ich glaube, dass wir die Fragen im 21. Jahrhundert des geistigen Eigentumsschutzes, sozusagen, wie gehen wir mit diesem Thema um, was immer wichtiger wird, auch für unsere Wirtschaft, immer noch herausgefordert sind, gut zu beantworten. Da haben wir auch nicht immer nur gute Sachen entschieden in der letzten Zeit, oder müssen auch nicht immer beides Richtige zu machen. Wir haben natürlich Interessen auszugleichen da. Das ganze Thema Modernisierung unserer Rechtsordnung, wie gehen wir mit künstlicher Intelligenz um? Da sind wir, glaube ich, noch ganz am Anfang. In der Rechtspolitik, wie wir Vertragsrecht ausgestalten müssen und viele andere Bereiche. Zuordnung von Daten, wir gerne vom Eigentum an Daten sprechen. Und natürlich der ganze Bereich der Sicherheit. Das bleibt auch da bleibt noch genug zu tun. Das ist zurzeit und könnte mir vorstellen, nächste Wahl würde wieder mein Kerngeschäft neben der Rechtspolitik, dass wir da die richtigen Abwägungen zu Freiheit und Sicherheit treffen. Wird dieser Wahlkampf anders sein als noch im Vergleich zu von vor 4 Jahren oder 8 Jahren? Oder ist Wahlkampf gleich Wahlkampf? Für mich persönlich wird er anders sein, weil ich jetzt doch deutlich merke, schon im NRW-Landtagswahlkampf und in anderen Landtagswahlkämpfen deutlich mehr auch von anderen Kollegen in anderen Kreisverbänden gefordert bin, zu reden oder gefragt bin. Und das versuche ich, soweit es irgendwie geht, auch zu machen. Weil dafür ist man dann Staatssekretär, wenn man das Amt dann annimmt, muss man auch bereit sein, dann sich etwas mehr auch im Wahlkampf aus seinem eigenen Wahlkreis herauszubewegen. Ich habe das als stellvertretender Fraktionsvorsitzender zum Teil schon gemacht, aber jetzt noch deutlich mehr. Ich habe sicherlich mehrere Dutzend, also ich bin noch mal durch 30, 40 Termine werden außerhalb meines Wahlkreises. Und da ist es ein bisschen mehr, das macht es noch ein bisschen stressiger. Was die Themen anbelangt, ja, das Thema Sicherheit steht mehr im Fokus als vorher. Aber es sind trotzdem auch wieder viele Parallelitäten da, weil es auch andere Themen gibt, der Infrastruktur, das war jetzt natürlich auch im Landtagswahlkampf, ein großes Thema NRW, aber auch wirtschaftspolitische, finanzpolitische Fragen. Und ich glaube, dass die Menschen sich mehr für Außenpolitik interessieren. Sie merken, uns geht es eigentlich ganz gut, wir haben eine solide Regierung hier, wir haben auch solide Wirtschaftsdaten, aber um uns herum ist die Welt etwas aus den Fugen geraten in den letzten Jahren. Und das spiegelt sich natürlich auch bei Sicherheit wieder und bei vielen anderen Themen, auch wirtschaftspolitischen Themen. Und ich glaube, dass erstmalig ein Wahlkampf auch sich mehr um außenpolitische Fragen drehen wird. Freuen Sie sich drauf? Ja, also gerade da mal woanders aufzutauchen. Ich meine, ich bin auch gerne in meinem Wahlkreis und mache da Wahlkampf, aber wenn ich das Gefühl habe, ich kann auch jemandem helfen, Kollegen, oder der freut sich, dass ich unterstütze im Wahlkampf, lerne dabei auch nochmal vielleicht ein paar neue Orte in der Republik kennen, oder jemand, der durchaus auch gerne Urlaub in Deutschland mal macht. Vielleicht kann man noch mal 1 oder 2 Tage nochmal anhängen, dann bei manchen Wahlkampftermin, oder bei einzelnen vielleicht. Also ich freue mich wirklich auf diese Wahlkampfzeit sowohl in München-Gladbach auch darüber hinaus. Man lernt wieder neue Leute kennen, das ist so meine Erfahrung im eigenen Wahlkreis. Ich bin jetzt lange dabei und komme aus dieser Heimatstadt, aus meiner Heimatstadt, aber im Wahlkampf lernt man noch Leute kennen, die man eben vorher noch nicht so kennengelernt hat, die dann interessiert sind. An die Wahlkampfstände kommen viele mit Kritik, aber manche auch sehr konstruktiv. Also auch die persönliche Begegnung wichtiger als virtuell über soziale Netzwerke. Ja, total. Präsent zu sein. Also soziale Netzwerke mache ich auch, da müsste ich eigentlich sogar mehr machen. Ich habe oft auch noch die Zeit nicht oder vielleicht bin ich manchmal auch nicht fleißig genug, um dann nochmal eine Stunde ranzuhängen und so weiter. Also das ist ein Bereich, den ich durchaus schätze und auch mache, aber soziale Netzwerke, da könnte ich sozusagen nochmal einen Zahn zulegen. Aber das ist was anderes als persönliche Begegnung. Übrigens auch,
Man erlebt ja in sozialen Netzwerken oft ganz, ganz geharnischte, böse Kommentare. Das haben sie im persönlichen Umgang doch deutlich weniger. Also die Leute, die ihnen ins Gesicht schauen, deshalb sind solche Tugenden auch gar nicht so schlecht. Man schaut sie ins Gesicht und man gibt sich dann in solche Geschichten. Da bin ich sehr großer Anhänger von, dass wir diesen wirklich im wahrsten Sinne Face-to-Face-Kontakt, neudeutsch gesagt, auch nicht opfern und alles nur virtuell machen. Vielen Dank, dass es auch zu unserem Face-to-Face-Kontakt gekommen ist und kein Anruf kam, was ich hätte nachvollziehen können, dass bei Regen vielleicht man doch einen anderen Tag auswählt. Achso, vorab, ja, das ist richtig. Nein, muss man jetzt durchgehen. Genau. Also man kann nicht, ich bin kein Schönwetterpolitiker, man muss auch bei Regen weitermachen. Wenn es ungemütlich wird. Genau. Letzte Bitte, gibt es noch jemanden aus Ihrer Fraktion, eine Kollegin, einen Kollegen, den oder die Sie vorschlagen würden, ein weiteres Interview vielleicht bei Schönwetter mit mir zu machen? Also ich weiß, ein paar Kollegen haben Sie schon interviewt, beispielsweise den Kollegen Heveling, Kollegen Heck, aber ich weiß, ob Sie den Kollegen Habert schon haben. Das Nein. ist mein Fraktionsnachfolger als stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Mhm. Eigentlich mit dem Staatssekretärsjob zusammen ein sehr schönes Amt, vielleicht sogar fast noch schöner manchmal, weil man in dem Amt natürlich auch die Rechtspolitik damit gestalten können. Und der ist eine gute Wahl, aber auch die Kollegin Winkelmeier-Becker, die rechtspolitische Sprecherin, falls Sie die noch nicht haben. Also die beiden, sozusagen bewusst jetzt mal für die GEMA auch Rechtspolitiker genannt, würde ich noch dringend empfehlen. Genau, dann fragen wir die an. Vielen Dank. Gerne.